Frauen sind mutiger. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum heutigen Business Impuls. 5 vor 12, nicht nur für diejenigen, bei denen es schon 5 vor 12 ist. Heute leider nicht live, sondern remote. Und wir haben mit dieser Aufzeichnung jetzt auch etwas später gestartet, weil manchmal die Technik einfach nicht so will. Und doch freue ich mich sehr, lieber Eberhard, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier mit mir diesen Business-Impuls zu gestalten. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe die sehr gerne angenommen und bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass das Erlebnis ganz live zu sein, was ein bisschen aufregender ist, nicht zu haben. Aber ja, das so finde ich. Das finde ich auch sehr schade. Doch da steckt man manchmal nicht drin. Wir haben es eben gerade zweimal probiert. Ja. Aber zum Glück können wir es ja aufzeichnen. Richtig. Doch ich habe gerade gesagt, Frauen sind mutiger. Diese Aussage kam von dir eben gerade in unserem Vorgespräch. Ja. Weil ich gesagt habe, ich finde es endlich mal wieder spannend, einen Mann als Interviewgast zu haben. Mhm. Wieso glaubst du, dass Frauen mutiger sind als Männer? Sehr, sehr provokant, ne? Das entspricht meiner Lebenserfahrung. Ich erlebe das so. Kannst du da gerade vielleicht auch für ein Business mal Beispiele nennen? Ich finde das jetzt sehr spannend, weil ich das gerne unterstützen würde. Ja, also im Geschäftsleben fehlen mir denkbare Zahlen. Also ich habe bei der Beratungsstelle gearbeitet für Familienfragen oder Ehefragen. Angemeldet haben in der Regel die Frauen. Und im Anmeldegespräch ging es immer darum, ja, mein Mann hält davon ja nichts. Und wie kriege ich den mit? Die kamen natürlich alle mit. Aber initiativ waren die Frauen. Dann, wenn du die beiden Großorganisationen in Deutschland dir betrachtest, die beiden Kirchen, die wären alle tot ohne die Frauen. Die Arbeit wird ja von Frauen gemacht. Ganz im Gegensatz zur Auffassung der geistlichen Herren bei der einen Großsekte. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir natürlich auf ein sehr, ich nenne es jetzt mal liebevoll, gefährliches Terrain. Ja. In der Weihnachtszeit auch gerade noch, ich würde das viel lieber verlassen. Gut. Das muss ja nicht unbedingt so sein. Und viel lieber Wenn ich mir die Entwicklung der Berufsabschlüsse bei den Medizinern betrachte, sind die Frauen vorne dran. Ich habe mir sagen lassen, dass Frauen in Berufsabschlüssen in der Regel besser abschneiden als ihre männlichen Kollegen. Ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo die Frauen, die überlebt haben, öffentliche Leben aufrechterhalten haben nach dem Krieg. Die haben alles gemacht. Und ich war mit einer tollen Frau verheiratet, ohne die ich sicher nie so weit gekommen wäre. Ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr es jetzt im Nachgang remote und nicht live anschaut. Das geht mal runter wie Öl, oder? Sowas von einem Mann zu hören, wo wir Frauen ja häufig das Gefühl haben, ja nicht so gesehen, nicht so gewertschätzt zu werden, aus welchem Grund auch immer. Es von jemandem mal so erläutert zu bekommen, der mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf, auch ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung schon, nee, auf dem Buckel würde ich jetzt gar nicht sagen, ne? Sondern
Nee, bitte nicht. in dir hat. Ja. Es ist einfach schön zu sehen und zu erleben. Doch möchte ich gerne auch von dir noch, gerade wo ich jetzt das Glück habe, so jemanden als Interviewgast zu haben, noch ein paar Impulse und Ideen von dir herauslocken. Wie hast du es geschafft, dass du in deinem Alter immer noch so fit, agil und vor allen Dingen arbeitsfreudig bist, wo andere vielleicht in deinem Alter sagen, auch danke, ich habe genug getan, reicht. Ja. Ja. Ich denke, ich habe unmäßiges Glück gehabt. Ich habe eine Konstitution mitbekommen, offensichtlich, die mich fit sein lässt. Ich habe auch ein bisschen dafür getan. Ich habe mich nicht nur auf Stühlen aufgehalten. Was ich wichtig finde, ich hatte eine fantastische Paarbeziehung. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass sowas sehr gesundheitsfördernd ist. Wie? Darf ich? Klar, gerne. Ich bin von Natur aus neugierig. Mein Leben lang, wenn ich irgendwo dachte, jetzt überschaue ich das, hat mich das getrieben, nach was zu gucken, was auch noch interessant ist. Und davon gibt es unheimlich viel. Und das Ärgerliche im Leben ist, dass vieles, was ich gerne noch wissen möchte, wahrscheinlich erst nach meinem Tod entdeckt wird. Das finde ich unfair. Also alles Mögliche entdecken, damit es der liebe Eberhard noch kennenlernen kann. Ja, ich finde, das Leben ist sowas von spannend und interessant, dass im Sessel sitzen eigentlich keine angenehme Alternative ist. Und ich finde Menschen vor allen Dingen interessant. Mit Menschen umzugehen ist für mich ein reines Vergnügen. Also ich erlebe halt Arbeit nicht als Last, sondern Arbeit als ein angenehm erfülltes Leben. Du hast jetzt, finde ich, viele spannende Punkte genannt, die ich gerne noch mal so ein bisschen aufgreifen möchte. Das Erste, wo ich gerade schon zwischengrätschen wollte, was du gesagt hast mit einer Paarbeziehung. Was kannst du aus deiner glücklichen Paarbeziehung als Tipp uns Jungspunden, also sonst sage ich immer, ich bin die Business-Omi, jetzt sage ich mal, ich bin der Jungspund. Ist alles mit, relativ. Genau, mitgeben, dass auch wir eine gute, glückliche Beziehung haben. Was ist da so dein persönlicher Geheimtipp? Also Geheimtipp gibt es nicht. Was ich persönlich wichtig finde, ist, dass Leute miteinander liebevoll umgehen, freundlich umgehen und dass jeder lernt, den anderen, die andere so zu nehmen, wie die nun mal sind. Mit allem, was wir an denen lieben und all dem, was vielleicht beschwerlich scheinen mag, aber was vielleicht auch ganz liebenswert ist. Ich habe ja die Entscheidung, ob ich mich über was ärgere oder ob ich sage, na, nun ist sie halt so, aber ich liebe sie mal. Und das finde ich auch sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Ich habe die Wahl, ob ich mich darüber ärgere oder ob ich sage, gut, und mir kommt irgendwie dieser Spruch von mir zu Hause so bekannt vor, höre ich auch manchmal, du bist halt so, ich weiß.
Ja, was soll man sonst machen? Genau. Wie wichtig ist auch diese Sichtweise in Kombination mit deiner Neugier auf Menschen? Denn du arbeitest ja auch mit Menschen zusammen. Was ist da für dich auch so eine Quintessenz aus deiner Erfahrung heraus, mit Menschen zusammenzuarbeiten? Das klingt sehr ähnlich. Die Parallele war gut geraten. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Menschen im Grundsatz verändern zu wollen. Wenn ich will, dass sie sich entwickeln, muss ich nach ihren Stärken gucken. Und mit dem arbeiten, was jemand gut kann, was der gerne macht und woran ich dann auch Spaß habe. Wie finde ich heraus, was ich wirklich gerne mache? Ich habe in letzter Zeit sehr häufig mit Menschen zu tun, die genau auf der Suche danach sind, was mache ich wirklich gerne? Wie finde ich das aus deiner Erfahrung heraus? Ja, das ist relativ arbeitsaufwendig, weil ich mich darauf einlassen muss, dann mal irgendwas zu machen. Also wenn ich nicht weiß, stehen drei Gerichte vor mir in einem Ausland irgendwo und ich kenne die alle nicht und will jetzt auswählen, was ich essen will. Wenn ich rausfinden will, welches von den drei Gerichten mir am besten schmeckt, werde ich mal mit einem anfangen müssen. Und entscheiden, schmeckt mir, schmeckt nicht. Und dann muss ich das nächste ausprobieren. Cleverer geht's nicht. Ich muss mich in Kontakt mit dem, was ich gerne erfahren möchte, muss ich mich in Kontakt begeben. Wenn ich nicht in Kontakt gehe, erfahre ich nichts. Wie schaffe ich es dann, so meine Gedankenschleifen auszustellen? Und ich bleibe mal, weil ich fand dieses Beispiel so schön mit den drei unbekannten Gerichten. Ja. Ich könnte da ja schon vorstehen vor diesen drei Tellern und denken, das macht bestimmt Magenschmerzen. Also wenn ich das esse, dann werde ich danach Ja. definitiv mit Magenschmerzen zu Ja. Hause liegen. Das macht dick. Also wenn Ja. ich das esse, habe ich bestimmt 3 Kilo danach Ja, mehr. ja. Und das macht, denkt euch irgendwas aus, also irgendein Szenario. Ja. Und genauso wie das mit dem Essen ist, ist es ja auch, So, genau wie du es beschreibst. wie, Ich unterbreche, ich mache weiter. gerne, ich bin gerade irgendwie auf der Suche nach Worten, aber ich glaube, du hast die Antwort schon. Wie bekomme ich es dann hin, wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, komm, ich nehme jetzt die Gabel oder den Löffel und probier mal? Also ich erzähle dann, wenn das bei mir in der Beratung passiert, erzähle ich gern Watzlawicks Geschichte von dem Hammer. Die kennst du. Also Ja. ich kenne die, wenn ihr die nicht kennt, sucht da bitte nach. Oder ich gucke auch mal, vielleicht packe ich sie im Nachgang hier auch drunter. Dann, ja, die ist echt Ja. cool. Die ist echt cool und bringt die Sache auf den Punkt. Die Pointe ist, behalt deinen Hammer, aber ihr müsst schon selbst lesen. Genau. Die andere Möglichkeit, wenn jemand vor mir sitzt und das erzählt, könnte ich so fragen, was vermutest du denn, passiert dir, wenn du dieses Gericht dort nicht isst? Also ich ändere mal die Perspektive. Oder ich frage, sag mal, wenn du dich entscheiden musst in deinem Leben, wie machst du das sonst? Stehst du immer vorm Urlaub da und kommst nicht weg, weil du dich nicht entscheiden kannst, ob du an die See fährst oder nach Süden in die Berge? Bleibst du immer zu Hause?
dann würde ich ja herausfinden, welches Muster da ist, wie Leute das sonst machen, sich zu entscheiden. Eventuell bleiben die ja sogar zu Hause, weil sie sich nicht entscheiden können. Was sehr schade wäre. Ja, fände ich auch unwahrscheinlich. Ey, das stimmt. Also muss er mir verraten, wie er zu Entscheidungen kommt. Dann könnte ich fragen, na, warum machst du das jetzt hier nicht so? Doch wenn du dir jetzt überlegst, ich gucke auf die Uhr und auch wenn wir nicht live sind, vergeht die Zeit schon wieder so schnell mit dir. Und wenn du das jetzt gesehen hast und denkst, ja, die ersten Impulse sind schon interessant, doch schaffe ich es vielleicht nicht alleine, was ja auch in Ordnung ist, so eine Entscheidungskompetenz auf eine andere Situation in deinem Leben umzusetzen, dann weiß ich ja, dass du, lieber Eberhard, ab morgen einen Salon eröffnest. Wird wahrscheinlich nichts hiermit zu tun haben, wenn ich so deine Frisur interpretiere. Genau. Was ist das für ein Salon? Erzähl da gerne mal ein bisschen mehr drüber. Okay. Ich hatte ja gesagt, dass ich gern mit Menschen umgehe. Du hattest im Vorgespräch gelobt, dass ich so alt und erfahren bin. Und ich dachte, es ist vielleicht eine schöne Idee, die mir Spaß macht, mich zweimal im Monat mit interessierten Leuten online zu treffen, mit Coaches und anderen Interessierten, um über Probleme und Fragen des Umgangs unter Menschen im Coaching oder im Leben 2 Stunden mich zu unterhalten. Das finde ich ja eine klasse Idee. Muss ich mich dafür im Vorfeld anmelden oder Ja, kann ich einfach dazukommen? um den Zugangslink zu behalten, müsstest du dich anmelden. Das geht über Telefon bei mir oder auf meinem LinkedIn-Profil ist auch ein Link zu finden. Den verlinken wir hier auch drunter. Ja. Und bin gespannt, morgen fange ich das erste Mal damit an. Ich bin sehr gespannt, ob das Zuspruch findet. Ab Januar würde ich das kostenpflichtig machen, 20 Euro im Monat. 2 Treffen pro Monat. Aber jetzt ist es im Dezember einfach mal zum Reinschnuppern auszuprobieren. Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Deswegen verlinken wir es im Nachgang auch. Dann, wenn wir als Coach, als Berater unterwegs sind, finde ich, ist es so wertvoll, über ja, Probleme, Herausforderungen, Situationen mit Gleichgesinnten auch mal sprechen zu können. Vielleicht dort einen Impuls zu bekommen, vielleicht so eine Art Supervision, wie auch Richtig. immer wir es nennen möchten, zu genießen, dann häufig ist es ja so, wir sprechen mit unseren Kunden und versuchen uns natürlich irgendwo mal so ein bisschen, ich sag mal, abzukapseln, die Probleme nicht an uns heranzulassen. Doch sind wir alles auch nur Menschen und keine Maschine und können, wenn wir eine Coaching-Session hinter uns haben, nicht einfach sagen, so, ich schalte den Knopf aus. Bei manchen geht es einfacher. Andere Dinge nehmen wir vielleicht mit, möchten oder dürfen dann aber da einfach nicht drüber sprechen und so in geschützten Raum mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Lieben Dank, dass du diese Chance ermöglichst, lieber Ja, Eberhard. zur denkbaren Falldarstellung dort ist natürlich wichtig zu sagen, dass wenn sowas passiert, was halte ich für sehr gut möglich und wünschenswert, dann alle, die an dem Call teilnehmen, der Schweigepflicht unterliegen. Nur um es klarzustellen. Danke, dass du das nochmal unterstrichen hast. Ich glaube, das ist für die, die das mitmachen, wirklich selbstverständlich und doch relevant ist, immer nochmal zu sagen. Richtig.
Lieber Eberhard, ich sage dir ganz, ganz lieben Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Ich sage euch auch ganz lieben Dank, wenn ihr es im Nachgang remote angeschaut habt. Manchmal ist es ja so mit der Technik. Und wünsche uns allen jetzt noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit und ein gigantisch tolles 2023. Ja, ich schließe mich an. Lieben Dank. Danke. Tschüss.